Jetzt sind wir live. Hi, hier ist Kadi. Heute läuft das Training mal mit mir. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Das erste Mal, dass ich vor einer Kamera Training gebe und nicht vor Menschen. Wir schauen mal, wie das hier heute so läuft. Ah, so ganz entspannt. Ich bin auch wieder da. Kann hier nichts schief gehen. Wir werden jetzt noch ein bisschen Zeit schinden, bis ein paar Zuschauer gekommen sind. Dementsprechend werden wir langsam anfangen. Okay, dann beginnen wir mit dem allseits bekannten Aufwärmen. Das heißt, wir drehen erstmal die Arme. Genau, für alle die mich noch nicht kennen, ich bin Kadi. Ich gebe hier normalerweise auch Training, wenn Leute da sind. Heute mal mit dieser komischen Kamera da vor mir. Mal gucken, was das so gibt. Dann drehen wir die Arme ganz rückwärts. Sehr schön, dass sie mich einfach mal komplett auslässt. Vielen Dank dafür. Ja gut, mein bezaubernder Kameramann ist natürlich auch mit anwesend. Ohne den würde jetzt hier alles zappenduster sein. So, dann lassen wir die Arme mal gegenläufig drehen. Das kann ich doch immer nicht. Deswegen üben wir es ja. Ich übe das schon seit über einem Jahr. Was? Dann stellen wir uns schulterbreit hin, drehen uns auf. Hallo Janina. Der hintere Hacken geht hoch. Dann den Arm vor dem Körper lang und wir versuchen, die Wand hinter uns zu berühren, strecken uns lang. Dann kommen wir zur Hüfte, einmal mit großen Kreisen, so groß wie es geht, anfangen. Und die dann langsam kleiner werden lassen und immer kleiner. Aber schön geschmeidig bleiben. Dann kippen wir die Hüfte noch ein bisschen vor und zurück. Ich habe einen Ohrwurm, wenn die ganze Zeit wackel mit der Hüfte. Ich weiß ja nicht, wie du dich immer so rumtreibst. Madagaskar. Oh, Scheiße. Okay, dann die Füße zusammen, Hände auf die Knie und erstmal ein bisschen vor und zurück. Das Schnaufen oder Knacken im Hintergrund bin ich. Bei mir knackt es gerade noch nicht, aber das kann auch kommen. Dann gehen wir langsam erstmal in kleine Kreise über und dann so groß, wie es euch möglich ist. So, dann kommen wir zu den Füßen. Auch wenn ihr zu Hause wahrscheinlich keine Weichbodenmatten habt, aber trotzdem müssen die Füße nochmal mit warm gemacht werden. Und der Arm auch. Ist das mit dem Ton in Ordnung? Versteht ihr Kadi ordentlich? Schreibt mal was in die Kommentare. Ich kann auch lauter. Ja, schreib mich nicht an. Es kommt wieder jetzt sensibel. Ja, ich bin Künstler. Alles klar. Für unser weiteres Aufwärmen brauchen wir jetzt unser Utensil, das angekündigt war. Also Klorolle, bei mir ist Klopapier aus, bei mir gibt es Panzertape. Ist auch günstiger. Zurzeit ja. Wir gehen auf den Boden. Ich hoffe, ich bin nur einigermaßen im Bild. Nehmen die Klorolle, Panzertape, whatever, in die ausgestreckten Hände. Führen die Gliedmaßen zusammen, übergeben in die Füße. Und das immer im Wechsel. Hallo Claudia. Hallo. So. Janina sagt, ich bin sensibel, du sollst nicht schreien. Okay, dann bin ich wieder ganz fit. Okay, da unser heutiges Thema Takedowns ist, ihr habt richtig gehört, ja, Takedowns ohne Partner. Wir versuchen das mal trotzdem sinnvoll umzusetzen und zwar alles so ein bisschen mehr aus dem Gesichtspunkt des Haltens, richtig bewegen und vor allen Dingen sein eigenes Gleichgewicht dabei bewahren. Und wir beginnen mit einem Experiment und zwar Fallschule in Zeitlupe. Weil ihr zu Hause wahrscheinlich trotz Unterlage nicht ganz so weich fallen werdet, versuchen wir jetzt die seitliche Fallschule mal so langsam, wie es uns irgendwie möglich ist. Das heißt, wir nehmen Fuß, oh Gott, Fuß und Hand beiseite und senken uns langsamer. Dann kommen wir hoch und versuchen das der anderen Seite. Langsamer. Und nochmal. Langsam, wie es geht. Liebe Grüße von Claudia. Vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße zurück.
Und das Ganze natürlich jetzt auch nochmal nach hinten. Je nach Härte eures Bodens seid ihr natürlich angehalten, so langsam, wie es euch irgendwie möglich ist, durchzuführen. Und ich denke, da behält auch der Härteste der Kopf da oben, wenn man es auf dem harten Holzfußboden versucht. So, kommen wir zum ersten Takedown, den wir heute jetzt ausprobieren wollen, ohne Partner sozusagen. Das ist der sogenannte Hip Lever. Das heißt, wir beginnen breit uns zu stellen, zu einer Seite zu shiften. Man sagt mir gerade, ich shifte aus dem Bild. Wir shiften zur Seite, nehmen die Hüfte nach vorne und drehen jetzt den Ellbogen nach hinten unten. Das Ganze möglichst ohne umzufallen. Mal zur anderen Seite. Tief, rüber shiften, Hüfte nach vorne und Ellbogen eindrehen. Okay, wir wiederholen. Zur Seite, rüber shiften aus dem Bild und Hüfte nach vorne und den Ellbogen nach hinten unten. Ganz wichtig. Für alle, die diesen Takedown irgendwie noch nicht mit jemandem zusammen gemacht haben, stellt euch vor, so rein theoretisch, hier steht jetzt jemand. Eure Beine sind vor dieser Person. Eure Ellbogen, eure Arm ist vor seiner Hüfte. Und jetzt lasst ihn über euer Bein fallen. Nur damit ihr so ein bisschen Bezug dafür habt, was da eigentlich gerade passieren soll. Rüber, zur Seite, Mr. Krabs. Hüfte vor und runter. Okay. Kommen wir zum nächsten. In Fachkreisen Osotogari genannt. Dafür braucht ihr jetzt euren gepackten Rucksack, Sportbeutel. Ich habe es gestern mal mit meiner Katze ausprobiert auf dem Arm. Geht auch. Hast du Takedown mit deiner Katze probiert? Ja. Ich habe gestern meine Katze getakedownt. Du weißt, dass das im Internet ist. Es geht nie wieder raus. Die ganze Welt weiß, dass du deine Katze takedownst. Ja, das, damit muss ich jetzt leben. Oh. Das Land verlassen kann ich ja zurzeit nicht. Also muss ich das jetzt über mich ergehen lassen. So. Ihr nehmt euren Rucksack einfach nur als Gegengewicht. Stellt euch vor, euer Gegner steht vor euch. Ihr macht einen Ausfallschritt an ihm vorbei. Zieht jetzt ohne Körper hoch, runter zu bewegen, den Fuß nach vorne und schwingt nach hinten durch. Und ich kriege schon wieder Zeichen aus der Regie, ich schwinge aus dem Bild. Also, leicht am Gegner vorbei, Fuß durchziehen, ausstrecken und nach hinten durchschwingen. Warte mal ganz kurz, Susanne ist gerade beigetreten. Hallo Susanne, du machst erstmal 10 Liegestütze, damit du im Training bleibst. Also von mir kommt das nicht, ich würde sowas von niemandem verlangen. Also, seitlich am Gegner vorbei, Fuß anziehen und durchschwingen. Was soll der Rucksack dabei? Einfach zusätzliches Gewicht. Und das soll auch euch davon abhalten, zu Balancezwecken mit den Armen zu rudern, weil die habt ihr sonst auch nicht frei, die sind sonst ja auch am Gegner. Dann das Ganze mal zur anderen Seite. Dann vorbei, Fuß reinziehen, gerade und schwingen. Geh mal ein bisschen weiter nach da, dann ist das immer genau. Ja, ich muss das ja üben mit diesem Bildausschnitt. Das ist noch nicht so meins. Versuch's jetzt nochmal, im Bild zu bleiben und rein und schwingen. Perfekt. Ha, perfekt. Ich lerne, super. Am Ende des Films könnt ihr mich komplett sehen. Aufzeichnung. Ach, hier bist du. Und hier die Zuschauer können bitte mal eine Runde Applaus spenden. Kadi war so nervös und das völlig zu Unrecht. Also das ist einwandfrei. Einwandfrei. Okay, kommen wir zum nächsten Takedown. Dem sogenannten Kosaken. Auch hier brauchen wir wieder unseren Trainingspartner, den Rucksack. Und versuchen den jetzt mal wirklich absolut Slow Motion. Wenn wir den Rucksack in den rechten Arm nehmen, stellen wir das rechte Bein aus. Theoretisch steht unser Gegner jetzt vor uns. Wir schnappen uns hier seine Hüfte. Unser ganzes Gewicht ist jetzt hier auf dem Bein und wir setzen uns jetzt in einer Spiralbewegung hin. Das Knacken war mein Knie, aber es ist noch dran. Das Gute ist, das Knacken habt ihr alle in HD. Das beste HD-Knacken aller Zeiten. Gibt es bald auch als Klingelton. So. Nochmal. Also, Fuß ausstrecken, der Hand greifen, ganzes Gewicht auf dem Bein.
Und wir drehen uns, damit der Gegner später schön neben uns liegt und uns nicht auf den Bauch fällt. Hallo Stefan. So, dann die andere Seite trainieren. Das heißt, wir nehmen unseren Partner in den anderen Arm. Folglich stellen wir dieses Bein auf, haben das Gewicht auf diesem Bein und setzen uns jetzt hin. Und ich setze mich wieder erfolgreich aus dem Bild raus. Wird so ein Running Gag, ne? Wo ist die Trainerin? Nicht im Bild. Perfekt. So. Susanne, ich kann leider nicht lesen, was du schreibst. Ich glaube, du bist in einer Watchparty. Ich sehe die Kommentare nicht unter Live. Aber ich fühle mich gegrüßt. Sie fragt mich schon, wo ist die Trainerin? Die ist nicht im Bild. So. Okay, kommen wir zum nächsten. Wir wollen heute ja, mein Wunsch war es, um möglichst viele Takedowns einmal sportlich durchzutun. Beim nächsten, da braucht ihr jetzt auch wieder richtig viel Fantasie, geht es um den Double Leg Takedown. Der geht jetzt mit oder ohne Rucksack, ganz wie es euch beliebt. Wichtig ist, ihr taucht tief ein, berührt nicht mit dem Knie den Boden, Rücken bleibt gerade, Kopf bleibt gerade und ihr steigt jetzt hoch und dreht euch zur Seite raus. Nochmal. Tief eintauchen, Rücken bleibt gerade, Kopf bleibt gerade, hoch und zur Seite raus. Zur Seite raus heißt bei dem aus dem Bild raus. Ja. Aber es ist okay. Beim nächsten Mal lasse ich mir so rote Linien aufmalen, über die ich nicht rüber darf oder so. Herrlich. Okay, und nochmal, wir tauchen tief ein, bleiben gerade, kommen hoch und drehen uns raus. Das Ganze natürlich auch gerne ein bisschen sportlicher gehört, der eine oder andere ist gerade schwer im Training und mit Challenges beschäftigt. Könnte mir ja nicht passieren. Zack. Oh. Weiß ich nicht, ich bin eben bei Candy Crush. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So. Für den nächsten braucht ihr eure Isomatte und ein bisschen Fantasie. Wir gehen runter, gehen hoch in die Sitzposition und stellen uns jetzt vor uns steht jemand. Wir gehen vor. Legen dieses Bein hinter ein imaginäres Bein, kommen mit Deckung hoch und schieben die Hüfte vor, damit derjenige, dessen Bein jetzt quasi zwischen unseren Beinen steht, schön zur Seite fällt. Okay, nochmal von vorne. Langsame Fallschule, hochkommen, Bein einfädeln und hoch. Geht natürlich auch mit beiden Seiten. Langsame Fallschule. Hochkommen. Einfädeln. Und zack. Gerne natürlich die zweite Hand auch noch zum Schützen nach oben nehmen. Und runter. Hochkommen. Zack. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Ein Schüler, der widersprechen kann, anwesend. Ich kann die Melodie von Tetris summen, wenn du möchtest. Das würde mir echt weiterhelfen. Das ist auch was. Training geben ohne seine eigene schreckliche Musik im Hintergrund. Okay. Man muss dazu sagen, Kali spielt Death Metal bei den Kindertrainings. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Die verstehen ja die Texte noch nicht. Gott sei Dank. Dann machen wir jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf durch alle quasi. Ja, einmal zum Gucken, ob es läuft. Also rein, Hüfte vor, shiften, Ellbogen runter. Tief, shiften, Hüfte vor, Ellbogen runter. Der nächste, mit oder ohne Rucksack, seitlich gehen, tief bleiben und zack. Trainiert natürlich schön die Balance.
Für die Leute, die später dazugekommen sind. Mir ist klar, mit Partner oder ernstzunehmendem Gegner sieht das Ganze natürlich nicht so sehr nach Ballett aus. Das sind jetzt alles Übungen, um generelle Abläufe zu üben und die Muskelgruppen zu aktivieren und seine eigene Balance zu stabilisieren. Ich bin gerade ein bisschen lost in Raum und Zeit. Alles gut. Viertel nach. Alles klar. Okay, das heißt, wir haben wiederholt den Hip Lever. Rein, rüber, runter. Rein, rüber, runter. Bei wem es schon schneller geht, gebt Gas. Ich habe gehört, der ein oder andere arbeitet auch weiterhin an seiner Fitness, trotz Corona. Ich auch, mit Switch-Fitness-Boxen. Ich habe Gartenarbeit, zählt das auch? Du ärgerst Katzen. Ich habe sie nicht geärgert, ich habe mit ihr trainiert. Den werde ich jetzt nicht wieder los. Ne? Nein, und man hatte mich gewarnt. Dieses Internet, vergiss nicht. Verrücktes, ich glaube das nicht, dass sich das durchsetzen wird, dieses Internet. Nee, ich denke auch nicht. Also in ein, zwei Jahren ist es auch durch, dieses Thema. Ist hier noch jemand bei StudiVZ? Das würde mich nochmal interessieren. Ich war da. Mein Computer hat mich letztens darauf hingewiesen, dass ich noch meinen ICQ-Zugang habe. Vielleicht kann damit der eine oder andere auch noch was anfangen. Oh. Und wir alle waren Schafe. So, wechseln wir nochmal wieder ins Bild und zum Osu Tegari. Das heißt, wir gehen schräg, gerne mit Rucksack, bleiben tief, ziehen durch und schwingen. Stellen uns danach. Kannst du den Namen nochmal langsam sagen, bitte, einmal? Osu Tegari. Ist japanisch wahrscheinlich hundsmiserabel ausgesprochen. Wer wissen will, wie es richtig heißt, wovon es abstammt und wer es erfunden hat. Tom. Tom ist bestimmt demnächst irgendwo im Livespeak oder sowas. Oder schreibt ihm das einfach bei seinem nächsten Training in die Kommentare. Jetzt kann ich zwar leider nicht mehr nach Hause kommen, aber... Der wird auch noch die historische Bedeutung davon definieren können, wahrscheinlich. Definitiv. Wahrscheinlich kennt er auch noch den, der es erfunden hat. Persönlich? Mindestens. Unter dem gibt er sich nicht zufrieden. So, jetzt ist gut. Wenn man verheiratet ist, hat man geschworen, den Partner so zu lieben, wie er ist. Und nicht im Internet öffentlich über ihn zu spotten. So. Ich gehe weg. Wer ist denn wieder? Tom, ich bin unschuldig, ich habe damit nichts zu tun, ich schwör's dir. Wechseln wir nochmal zum Kosaken. Ich glaube, mir wird langsam warm, ich war vor euch auch. Das heißt, wir schnappen unseren Gegner in die rechte Hand, wir stellen das Bein und wir senken. Wer sich jetzt wundert, warum ich die ganze Zeit in den Techniken hin und her springe, erstens, ich bin schon alt, ich kann die Übung nicht so oft hintereinander machen. Und nebenbei soll ja auch noch euer Geist trainiert werden, also nicht nur, oh, eine Übung abgehakt, vergessen, sondern wir gehen jetzt immer schön durch. Wenn ich zu langsam bin, zu viel quatsche, stellt den Ton einfach aus und schaltet auf doppelte Geschwindigkeit, falls sowas geht. Keine Ahnung, dieses Internet hat ja wahnsinnig viele großartige Funktionen. Mein Kameramann schämt sich, kratzt sich am Kopf, wäre gerne woanders. Nee, das ist schon okay. Okay, und nochmal zum Double Leg. Nicht Leg, das ist kein See, aber Double Leg. Verteilt mir bei der Aussprache. Also, wir gehen tief rein, senken das Knie nicht ab, bleiben schön gerade und aus. Auch das geht natürlich mit Gewicht für die Leute, denen schon ganz furchtbar langweilig ist und die Muskeln kalt bleiben. Fun Fact am Rande, dieser Double Leg Takedown, den habe ich mal vor über einem Jahr bei Cuddy versucht und die hat den perfekt gekontert. Weißt du noch, was du gemacht hast? Ich habe einfach gesprawlt. Das war bitter. Dieses Wort mag Dennis seitdem nicht mehr. Nee, ich habe die nicht runtergekriegt. Das ist ja ein zartes Persönchen, ne? Und ich bin ja so ein Fleischberg gefüllt mit Lasagne. Aber ich habe die nicht runtergekriegt. Das hat mich so geärgert. Mittlerweile schafft das bestimmt. Wenn der Übung jetzt hier brav mitmachen würde, anstatt große Reden zu schwingen, dann wäre jetzt bestimmt schon Meister. Also ich habe heute Fitnessboxen trainiert.
Hast du dich gerade mit der Gemeinschaft gegen mich verschworen? Niemals. Hast du den gerade zugezogen? Ich gucke das nach nachher. Das ist live, das kannst du nicht nachgucken. Doch. Dieser Livestream wird übrigens nächste Woche Dienstag auf YouTube landen, für alle die ihn mehrmals in Dauerschleife... Nein, die sich den auf Dauerschleife anhören wollen. Der wird auch noch auf dem YouTube-Kanal hochgeladen, kommt dann am Dienstag. Damit man sich das Ganze dann nochmal zu Hause in aller Ruhe angucken kann. So, wir gehen nochmal auf den Boden. Also, runter, hoch in Sitzposition, einfädeln, Hüfte nach vorne. Aufstehen, Übung von vorne zu beginnen. Runter, hoch in Sitzposition, einfädeln, Hüfte nach vorne. Das Ganze immer mit beiden Seiten üben. Und auch wenn ich gesagt habe, die anderen Sachen schön langsam machen, das Muskelgedächtnis und so. Hierbei dürft ihr natürlich, wenn ihr es verstanden habt, wenn die Balance stimmt und wenn euer Fußboden ist, Splits. Oder weil ihr einfach mega hart seid und es euch egal ist, ob ihr auf Marmor trainiert oder auf Weichbodenmatten, dürft ihr natürlich gerne Gas geben. Hallo, auch ich habe schon mehr als eine Woche Isolation hinter mir. Okay, schreibt bitte gerne in die Kommentare, wer von euch einen Marmorboden hat. Okay, jetzt habe ich nur ohne Fuß, aber es geht weiter. Okay, ich werde als Trainer nicht mehr gebucht, nur als Comedy-Act oder so. Ich sehe das schon. Geht's allen gut? Ich hoffe. Keiner nach Kraft gestorben oder am schlechten Humor. Nee, man muss ja nach Zeiten der, weiß ich nicht, wie lange sind wir schon, 10 Tage Isolation? Also, ja, was Isolation, aber dieses Social Distancing, 10 Tage, das geht halt an uns auch nicht spurlos vorbei. Ne? Das wird halt für uns auch immer anstrengender. Maximal 2 Leute auch mit großem Abstand irgendwie zu halten, sich die Videos aus den Fingern zu ziehen. Das wird auch echt langsam anstrengend, aber es macht halt auch eine Menge Spaß. Macht richtig Spaß. Bin nur halt auch schon ein bisschen durch, bin heute Morgen um 4 aufgestanden. Weil meine Firma auf Schicht umgestellt hat, zur Mitarbeiterbeschützung, oder wie man das nennt. Okay. Wir sagten, stopp, ich habe noch mal eine dringende Anmerkung. André erzählt mir, dass er Marmorboden hat, den hat er mit Goldbarren ausgelegt als Parkett, weil es etwas weicher wäre. Wir sollten dringend noch mal über die Trainerstunden mit Zahlung verhandeln. Ich wollte gerade sagen, ja, ich bräuchte auch noch mal eine Gehaltserhöhung, also mindestens eine. Okay, wir kommen langsam zum Ende. Ganz langsam. Kameramann guckt hektisch auf die Uhr, ob ich Quatsch erzähle. Und tun jetzt noch ein bisschen was für die Gesundheit, hätte ich beinahe gesagt. Für die von euch, die noch arbeiten müssen oder ganz verkrampft im Homeoffice sitzen. Wir ziehen die Schultern so weit nach oben, wie es geht und lassen sie so tief wie möglich fallen. Ziehen sie ganz nach oben, auch wenn es blöd aussieht, und lassen sie fallen. Und jetzt gehen wir damit in eine Kreisbewegung. Das heißt, wir ziehen sie so hoch zu den Ohren, wie es geht. Und dann so weit auch nach unten, nicht nur fallen lassen, sondern nach unten strecken. Das Ganze geht natürlich auch andersrum. So, dann nehmen wir unsere Hand runter, als wenn wir irgendwas in den Boden quetschen wollen. Ziehen den Kopf zur anderen Seite. So hier ein bisschen Dehnung drauf kriegen. Und das Ganze zur anderen Seite. Ich sage extra nicht links und rechts, weil ich keine Ahnung habe, wie rum man mich sieht und ob mein links, euer rechts ist, keine Ahnung. Ja, eigentlich spiegelverkehrt, glaube ich. Ja. Hoffe ich. So eine ähnliche Debatte hatte André mit sich selbst im letzten Video auch, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal komplett weg. So, wir gehen nochmal auf den Boden in den Vielfüßlerstand und wechseln vom Katzenburgel, da ist die Katze wieder im Training, ins Hohlkreuz. Immer schön im Wechsel. Und wir müssen es nochmal vorsichtig sagen, es war Spaß mit dem Takedown der Katze. Also es wurde nicht gemacht. Bei diesem Video und bei sämtlichen Vorbereitungen zu diesem Video sind keine Tiere, Pflanzen oder diverse zu Schaden gekommen. Oder wurden getakedowned. Okay, wenn wir schon mal hier unten sind, nehmen wir den Fuß dahin, wo die Hand war und legen jetzt unser Bein quer vor uns auf den Boden. Und schauen, wie weit wir mit der Hüfte runterkommen. Es darf ein bisschen ziehen, es sollte nicht wehtun, jeder nach Gelenkigkeit und Zustand.
Um jetzt hier die Spannung zu lösen, stellen wir hinten den Fuß auf. Ich weiß nicht, sieht man meinen Fuß? Hinten? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schieben uns nach vorne und nehmen das andere Bein nach vorne, legen es quer und gehen auch hier mit der Hüfte tief. Es ist auch für mich die 8. Stunde. Und wir gehen nochmal nach vorne und das erste Bein nochmal. Kommt mir ein bisschen komisch vor, weil nach oben zur Kamera zu klotzen. Ja, schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Ja, ja. Irgendwann werde ich dieses Internet auch nochmal verstehen. Es ist für Katzenbilder geeignet. Echt? Katzenbilder gibt es da auch? 2 oder 3. Das finde ich super. Okay, jetzt haben wir alles nochmal schön locker durchbewegt. Und vielleicht ist der eine oder andere noch nicht so ganz müde, also setzen wir noch mal ein bisschen Fitness hinten dran. Laufen uns noch mal warm. Und fangen an zu boxen. Und immer wenn ich jetzt sage, wählen wir einen der vorangegangenen Takedowns aus und führen den einfach mal durch. Also wartet nicht, bis ihr seht, was ich mache, sondern reagiert auf das Jetzt. Überlegt euch jetzt schon mal, was könnte das wohl sein? Und jetzt. Und wieder zurück und weiterlaufen. Und jetzt. Und weiterlaufen. Und jetzt. Und weiterlaufen. Ich werde für all meine bösen Witze bezahlen, wenn dieser Abstand aufgehoben ist, oder? Ja, werden wir das alles merken. Und jetzt. Erst jetzt sagen, dann bewegen würde mehr Sinn machen, aber okay. So ist das mit dem Reden und dem Handeln. Und jetzt. Bisschen noch? Vielleicht habt ihr es überstanden. Und ein letzter. Okay. Zeit ist so gut wie zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, der ein oder andere hat sich an einen Takedown erinnert, den er schon mal gemacht hat. Konnte ein bisschen seine Balance, Stabilität und so weiter verfestigen, verbessern dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie heißt es so schön in Aufrolle? Schreibt es mir in die Kommentare. Du hast doch gar kein Facebook. Nee, aber ich habe einen Mann, der mir das dann sagt, was da stand. Ich hoffe nur die netten Sachen. Das war super. Alles klar. Viel Spaß euch weiterhin. Bleibt tapfer. Nächste Woche habe ich Spätschicht. Also folglich bin ich raus. Aber mal sehen, wann wir uns wiedersehen. Bis dann. Ich habe noch eine Anmerkung aus dem Off hier nach hinten. Während Kadi jetzt einfach mal so elegant in die Kamera gucken darf, möchte ich daran erinnern, dass wir am Sonntag unser Intense and Friends Kaffee trinken haben. Diese Online-Skype-Konferenz, wo wir gemeinsam mit euch ein bisschen sabbeln, ein bisschen klönen wollen. Das würde mich sehr freuen, wenn viele von euch dazukommen. Ein paar Trainer sind dabei, André wird dabei sein, Tom wird dabei sein. Von daher ist es mega cool, wenn ihr dabei seid. Die Einzelheiten werde ich nochmal kurz, bevor es losgeht, auf Facebook ankündigen, wie die Einladung erfolgt. Schreibt uns entweder euren Namen
per WhatsApp oder Facebook oder aber wartet auf den Einladungslink, den wir dann verschicken werden. Morgen wird André aus Lübeck wieder übernehmen. Wir wünschen allen viel Gesundheit und kommt gut fast bald ins Wochenende und vor allem bleibt gesund. Ja, und probiert mal aus, wie geil man sich fühlt, wenn man weiß, man wird gerade live ins Internet übertragen und jemand anders erzählt und man weiß nicht, was man dann für sich machen soll. Tschüss! Tschüss!